Quando questa celebre statua di Augusto fu scoperta a Prima Porta nel 1868, aveva tracce di coloritura molto più visibili di quanto non siano adesso. Fra le persone che assistettero alla scoperta, mentre la statua proprio usciva dal terreno, c'era anche Arnold Böcklin, un pittore molto influenzato da idee di classicismo che venivano fondamentalmente da Jacob Burckhardt. Ma quando vide questa statua così dipinta, così diversa dalle statue di marmo bianco che erano nell'orizzonte classicistico in cui era stato educato, per lui fu uno shock. Ci sono testimonianze contemporanee della sua reazione quasi violenta e anti-Burckhardt. Allora lui disse a se stesso e agli astanti, Böcklin, ma allora il classicismo come lo conoscevo io non è la cosa giusta. Ecco, lo shock di Böcklin è ancora oggi lo shock di tutti noi, di quasi tutti noi, quando guardiamo le statue antiche e pensiamo che erano colorate. Siamo troppo abituati, per una lunga abitudine che si è costruita nei secoli, a considerare che il marmo delle statue antiche debba essere il più bianco possibile. Quel biancore del marmo, anzi, lo identifichiamo con la classicità. Credo che questo abbia a che fare un po' con il fatto che le statue hanno perso il colore nel corso del tempo, un po' anche però con un filtro necessario per noi, per le statue antiche. Noi non possiamo guardare alle statue greche e romane senza il filtro di quelle statue, di tutta la tradizione europea e italiana in particolare, che da Nicola Pisano a Michelangelo fino a Canova o a Thorvaldsen hanno improntato lo stile e la percezione estetica della scultura in marmo al bianco. E il bianco delle statue, che so io, della Pietà di Michelangelo delle statue di Bernini, delle statue di Canova, è per noi un filtro necessario, perché quei grandi maestri del passato in realtà guardavano molto all'arte classica, per loro era bianca e hanno ricercato un biancore sempre più trasparente, sempre più violento quasi, proprio per avvicinarsi all'antichità classica. Questo ponte, questo filtro per noi è una mediazione necessaria, non possiamo fare a meno di guardare all'arte greca e romana attraverso Michelangelo, attraverso Bernini, attraverso Canova, attraverso Thorvaldsen, attraverso Nicola Pisano. E invece dobbiamo provare a farlo, perché anche se quel filtro è un filtro culturale così potente, così onnipervasivo, in realtà noi sappiamo, e lo sappiamo sempre di più, che la scultura antica in marmo era, forse non proprio sempre, ma certo molto spesso, colorata, con colori anche molto accesi. Lo sapevamo sempre, lo sapevamo da sempre, lo abbiamo rimosso, abbiamo cercato di non vederli quei colori, tanto era forte il condizionamento culturale che ci portava verso il bianco. Però oggi è sempre più difficile non vederli, perché nuove ricerche tecnologiche, nuove possibilità tecnologiche che permettono di scogliere, di scorgere, con tecniche di illuminazione, con tecniche di analisi diversa, di scorgere anche tracce molto minute di colore, stanno portando una messa di conoscenze molto grande, per cui è sempre più chiaro che queste sculture antiche erano colorate. Dobbiamo rassegnarci a calibrare il nostro gusto, dobbiamo avere, per così dire, due diversi registri di lettura: uno secondo il classicismo, che fa parte di un'educazione di generazioni e generazioni di artisti e di osservatori colti in tutta Europa, in cui il bianco domina; l'altro però, se vogliamo essere al passo con la storia e con la ricerca archeologica e tecnologica, deve essere invece un'altra visione, un altro registro visuale, nel quale invece il bianco viene sostituito dal colore. Che cosa si può fare per capirlo meglio? Io credo che questo sia una delle frontiere dell'archeologia classica oggi, è una frontiera
maniera molto importante in cui si incrociano giudizi estetici, giudizi percettivi, visioni storiche, una rilettura delle fonti classiche che parlano di colore, una continua riscoperta di dettagli nelle fonti antiche e anche un'altra cosa ancora, la sperimentazione. È sempre più necessario sperimentare, anche se sappiamo che le statue erano colorate, il punto esatto del colore non è facile da cogliere, perché le statue naturalmente nel corso del tempo questo colore lo perdevano, probabilmente qualche volta in antico il colore veniva ravvivato di quando in quando, ma sono tutte cose di cui noi possiamo soltanto indovinare la direzione piuttosto che precisare i dettagli. Allora dobbiamo fare degli esperimenti, questi esperimenti naturalmente non li possiamo mai fare sugli originali, che dobbiamo rispettare come tali, però è possibile attraverso calchi in gesso, per esempio, è possibile sperimentare diverse modalità di colore. Questo è stato fatto per esempio per gli Egineti a Monaco, è stato fatto anche per l'Augusto di Prima Porta, sarebbe interessante sulla stessa statua sperimentare da parte di gruppi di ricerca diversi, di studiosi diversi, diverse modalità del colore. Certamente questa nuova frontiera merita una esplorazione molto più intensa, anche perché dalla policromia della scultura a tutto tondo, come il caso dell'Augusto di Prima Porta, è interessante anche passare a vedere quali sono i punti di trapasso verso la policromia del rilievo. La policromia del rilievo, pensiamo qui a Roma alla colonna Traiana, che era presumibilmente tutta colorata, e la policromia del rilievo era un passaggio molto importante verso la pittura, cioè cogliere i valori pittorici del rilievo anche attraverso la sua policromia. La colonna Traiana molto probabilmente era policroma, del resto era ravvivata anche dal fatto che nelle mani di alcuni soldati, non tutti, c'erano delle armi di bronzo che sono tutte perse. Ecco, c'erano quindi in questo come in altri casi la policromia è straordinariamente importante da ricostruire. Non meno importante, infine, è la policromia del bronzo. Il bronzo, che per noi, i bronzi antichi per noi sono verdastri, hanno questa patina verdastra che si è formata attraverso i secoli, quando si è ritornati a fare grandi sculture di bronzo, pensiamo per esempio a Cellini, al Perseo di Cellini, con tutta l'epica della sua fusione di cui lo stesso Cellini parla nelle sue memorie. In quel momento le statue antiche che si vedevano, che non erano moltissime, avevano tutte questa patina verdastra, per cui si riteneva che quella fosse il modo, la finitura antica dei bronzi, per cui fino ad oggi di fatto si continua a mettere sulle sculture in bronzo questa patina all'antica. In realtà questa patina all'antica è il frutto del tempo, è il frutto dell'incuria, è il frutto della mancata manutenzione, perché le statue antiche non erano con questa patina verdastra, erano di un bronzo lucente, venivano lucidate variamente, avevano dei tratti di policromia molto marcati, c'erano gli occhi che erano fatti in varie materie, dalla pasta vitrea al marmo, i denti delle statue che erano d'argento, le labbra che erano di rame, i capezzoli, le areole dei capezzoli che erano di rame, c'erano persino attraverso artifici della fusione, c'era persino la possibilità di rendere, come è il caso del pugile, del cosiddetto pugile delle terme, di rendere anche il sangue, spruzzi di sangue, dei tratti di un grande realismo. Allora anche qui dovremmo sperimentare, si è appena cominciato a farlo con la clonazione della testa di uno dei bronzi di Riace nella recente mostra di Francoforte. Credo che esperimenti di questo genere meritino di essere fatti sempre più spesso e ci possono restituire un'immagine dell'arte greca molto diversa da quella che abbiamo nella nostra eredità culturale, ma anche molto più interessante perché in un certo senso più violenta, ci può apparire persino più barbarica, ma forse proprio per questo ci può dare quel senso di estraneità che accresca la curiosità verso l'arte greca, perché il classicismo immobile, il marmo bianco, il bronzo verdastro forse ci è venuto un po' a noia nella cultura occidentale. L'allontanarsi della cultura comune
dall'arte classica è dovuto forse anche a questo. Un'arte greca più colorata, più vivace, più violenta, più realistica, di un realismo diverso da quello che siamo abituati ad attribuirle, forse ci restituirà dell'arte greca qualcosa che la renderà più vicina a noi, più vicina alla nostra curiosità di uomini del nostro tempo, più vicina anche alla nostra capacità di partire dai greci per muoversi verso gli altri, verso le culture anche da noi più lontane. Για μας σήμερα η αρχαία γλυπτική δίχως χρώμα είναι αδιανόητη. Σε αυτό το μουσείο παρουσιάζουμε ένα σπάνιο έβριμα του τέλους του 19ου αιώνα από αγάλματα της αρχαϊκής εποχής, αρχιτεκτονικά γλυπτά και επιγραφές, τα οποία δείχνουν πόσο πολύχρωμος ήταν ο κόσμος του 6ου αιώνα π.Χ. Το χρώμα σε όλες τις περιπτώσεις πάει παράλληλα με την υψηλή ποιότητα της γλυπτικής. Για τους αρχαίους το χρώμα είχε ιδιαίτερη σημασία αφού το συνέδεαν με τα τέσσερα βασικά στοιχεία τη φωτιά, το νερό, τον αέρα και το χώμα από τα οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος. Έτσι λοιπόν η εντύπωση της κλασικής αρχαιότητας ήταν πολύχρωμη και εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι για τους αρχαίους η τέχνη ήταν μίμηση της φύσης και η φύση ήταν πάντοτε πολύχρωμη. Winckelmann, der Begründer der Geschichte der antiken Kunst, galt lange Zeit als nachdrücklicher Vertreter der Vorstellung, dass antike Skulpturen marmorweiß gewesen seien. Doch das ist ein Irrtum. Die Stelle seiner Kunstgeschichte, auf die man sich immer wieder berufen hat, um diese Vorstellung zu belegen, handelt von etwas ganz anderem. Sie handelt vom Vergleich verschiedener monochromer Skulpturen. Skulpturen aus grünem oder schwarzem Basalt werden verglichen mit Skulpturen aus weißem Marmor. Und bei diesem Vergleich macht er dem herrschenden Ideal eine kleine Konzession. Er räumt ein, dass weißer Stein aufgrund der Lichtreflexion die Figur, die Gestalt größer erscheinen lässt. Aber das ist auch schon alles. Der Form spricht er den absoluten Primat zu und kommt zu dem paradoxen Ergebnis, dass ein sehr schöner schwarzer Kopf viel schöner ist als ein bloß schöner marmorweißer Kopf. Und er vergleicht das sogar außerhalb des Bereichs der Kunst mit lebensweltlichen Erfahrungen, wie der eines Weltreisenden Francesco Carletti, der auf der portugiesischen Kolonie den Kapverdischen Inseln vorbeikam und dort beobachtete, dass unbeschadet des Vorurteils gegen Menschen schwarzer Hautfarbe portugiesische Siedler schwarze Freundinnen ihren weißen Ehefrauen häufig vorgezogen haben. Das ist das, was Winckelmann wirklich zur Qualität der Farbe Weiß zu sagen hat. Eine kleine Konzession an die herrschende Täuschung, mehr nicht. Auf der anderen Seite aber steht, dass er geradezu zum Entdecker der Spuren originaler Farbigkeit an antiken Marmorskulpturen wurde, als er nämlich in den frühen 60er Jahren des 18. Jahrhunderts die Neufunde der Vesuvstädte besichtigen konnte. Und da ist es insbesondere eine Figur, eine Artemis, die man in Pompeji gefunden hatte, die ihm jahrelang in immer wieder neuen Anläufen zu immer wieder neuen Deutungsversuchen herausforderte und an der ihn nicht so sehr die Spuren farbiger Bemalung irritierten,
als vielmehr ihr für ihn rätselhaftes und merkwürdiges Lächeln. Und noch in einer anderen Hinsicht hat Winkelmann die Forschung zur Farbigkeit der antiken Skulptur maßgeblich geprägt. Er hat von allem Anfang an gleichberechtigt die Befunde an den archäologischen Funden, an den Figuren der antiken Kunst, neben die Zeugnisse der Schriftquellen gehalten. Vor allen Dingen eine Stelle aus dem Staat Platons, die für Winkelmann die Frage nach der Farbigkeit antiker Skulptur entschied. Und das Gleichnis geht so, dass jemand, der zu Skulpturenmalern hinzuträte, die gerade dabei sind, die Pupillen der Augen einer Skulptur schwarz zu malen, und der denen dann den Vorwurf machte, dass sie nicht eine kostbarere Farbe als schwarz, nämlich zum Beispiel Purpur, zu diesem Zweck verwendeten, und dem dann die Antwort zuteil wird, dass genauso wie es bei der Augenfarbe nicht darauf ankommt, ob sie für sich betrachtet die wertvollste und kostbarste Farbe darstellt, sondern ob sie zum lebensechten Gesamteindruck der abgebildeten Person passt. Genauso müssten sich auch im Staat die Bedürfnisse aller Einzelnen und aller Einzelgruppen den Bedürfnissen des Ganzen unterordnen. Und das für die Frage der Skulpturenpolykromie Entscheidende an diesem Gleichnis ist, dass Platon ganz eindeutig von der Bemalung der Augen einer Marmorskulptur spricht. Und durch Winkelmanns Doppelmethode, nämlich die Berücksichtigung der archäologischen Befunde und der textlichen Zeugnisse, durch diese Doppelmethode angeregt, ist es dann im 19. Jahrhundert zu einer Fülle weiterer Beobachtungen, sowohl an den immer neu gefundenen antiken Bildwerken, als auch an den immer wieder neu auf diese Frage hin durchmusterten Textzeugnissen gekommen. Und vielleicht ist der bedeutendste Autor, der hier zu nennen ist, neben Platon, der Tragödiendichter Euripides. In einem erhaltenen Stück der Helena klagt die Titelheldin darüber, dass ihr ihre weltberühmte Schönheit eigentlich nur Unglück eingebracht hat. Und sie wünscht sich deshalb, weiterzuleben, aber in hässlicherer Gestalt. So wie, wenn man von einem Standbild die Farben wieder abwischte. Das Marmorbild ist also noch da, aber die Farben sind weg. Sie sind abgewischt und so existiert das Standbild in hässlicherer Gestalt weiter. Und so wünscht sich auch die schöne Helena lieber bei all dem Stress, den die Schönheit bringt, als hässliche Helena weiterzuleben. Das wirklich Spannende und Faszinierende für mich an der ganzen Geschichte war, dass man nicht nur nach Spuren von Farbe suchen kann, sondern dass man im Wesentlichen nach allen möglichen Spuren suchen kann. Denn alles, was der Mensch macht, hinterlässt Spuren. Und das kann Farbe gewesen sein, das können aber auch Metallapplikationen gewesen sein oder Klebstoff gewesen sein und so weiter und so weiter. Das heißt, das, was mir die Sache wirklich gebracht hat, war die Fähigkeit, genau hinschauen zu lernen. Genau hinzuschauen und Spuren zu suchen und zu interpretieren, die auf irgendetwas hindeuten, was vorher dort einmal gewesen ist. Das kann, am Anfang war das auch immer so, natürlich Farbe sein. Da gibt es wunderbare farbige Darstellungen, die man durch diese Techniken wieder sichtbar machen kann. Oft natürlich nicht mehr in der originalen Farbe, sondern nur noch als Farbschatten in verschiedenen Grauschattierungen. Aber letztendlich dann doch das Ganze zu einem Bild wieder zusammensetzend, das man archäologisch interpretieren kann, das man ikonografisch auswerten kann, aus dem man letztlich sogar ganze Denkmälergruppen wiedergewinnen kann, die vorher als verloren gegolten haben.
Und dann über den Lauf der Jahre habe ich begonnen, mit diesen Methoden auch auf anderen Bereichen zu arbeiten. Ganz aktuell in einem Bereich, wo es um Inschriften geht, die aus vergoldeten Bronzebuchstaben auf Marmoroberflächen gesetzt worden sind. Und auch die hinterlassen Spuren. Und diese Spuren sehen im Wesentlichen sehr ähnlich so aus, wie es auch bei Farbspuren der Fall ist. Das können Erhebungen sein, die man in Streiflichtaufnahmen wieder sichtbar machen kann. Oder das können Reste von Verklebungen sein, die man mit UV-Fotografie wieder sichtbar machen kann. Und so weiter und so fort. Also ein weites Feld der Anwendungsmöglichkeiten, aber was ich der ganzen Geschichte und letztlich damit auch Volkmar von Graeve und Vinzenz Brinkmann wirklich verdanke, ist die Ausbildung zu einem Archäologen, der Dinge nicht aufgrund von Fotografien aus Büchern beurteilt, sondern der Dinge beurteilt, weil er sie gesehen hat, weil er sie unter allen möglichen Lichtquellen betrachtet hat und weil er sie letztlich auch angefasst hat und im wahrsten Sinne des Wortes begriffen hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der heutigen Archäologie oft eine viel zu kleine Rolle spielt. Denn praktisch auch aus Dingen, die über Jahrhunderte bekannt sind, lassen sich noch neue Informationen gewinnen, wenn man sie nochmal ganz genau ansieht. Und insofern machen wir ständig neue Dinge auf diesem Gebiet. Es kommen immer wieder neue Anregungen zu Untersuchungen von Objekten mit Farbspuren. Es kommen aber auch immer wieder Anregungen zu Untersuchungen an Objekten, mit denen wir noch nie gearbeitet haben, die aber in irgendeiner Art und Weise Spuren aufweisen, die von Menschen dort oder auf Menschen zurückzuführen sind und eine bestimmte Bedeutung haben. Ganz unterschiedlicher Art und Weise. Aber ich kann nur sagen, mir hat die Geschichte letztendlich viele Tore geöffnet und sie wird wahrscheinlich mein ganzes Forscherleben beeinflussen.